Hallo meine lieben Freunde des gepflegten LS19, willkommen hier zurück auf der Erlengrad mit dem lieben Flo. Einen wunderschönen. So, ich habe jetzt hier gerade GPS eingestellt. Weißt du, was mir gerade auffällt? Es gibt jetzt so viele coole Maps mit E am Anfang. Außer Erlengrad, Ebsdorfer Heide. Oh, Ellerbach. Ach stimmt, ja. Ein paar gibt's, ja. Was ist das Ganze jetzt hat? Jetzt hat. Sind es 15 Meter? Ne, sind wir. Du hast zu weit an Rand an Map Webende gemäht. Ich kann das nicht minden. Echt jetzt? Ja. Wie ist das Ganze jetzt mal nur so? Aber ich dachte, ich habe eigentlich nur so weit mäht, wie ich mähen kann. Ja, wahrscheinlich. Okay, 18 Meter sind es also gut. Nee, ich kann nicht alles mitsenden. Ja, aber meine bleibt halt ein bisschen was los. Schwund ist immer. So, das passt. Da können wir noch hochschalten. Ja, 20 km/h ist eh maximal, was man fahren kann mit der Düngesteuer. Aber das kannst du auch merken, also wenn wir düngen, Arbeitsbreite sind 18 Meter und wenn wir kalken, glaube ich, sind es 12 oder 15. Kalken wird ja dran, steht ja dran und da muss ich aber bei Düngen das Doppelte nehmen. Nee, Kalk ist auch falsch, weil ich habe letztens gekalkt und da hat das Ganze auch nicht so gestimmt mit 10 Meter, also es war auch mehr, es waren mindestens 12 oder 15. Also die Anzeigen stimmen hier nicht so ganz bei den Kollegen. Okay. Weiß wenn ich an was das liegt, entweder wurde es einmal falsch reingeschrieben. I don't know. Dann machen wir Radio an hier. So, ein guten Popradio. So, können wir da wieder vorfahren in die gute Bahn drin. Schätzungsweise hier. Jo, perfekt getroffen. So, dann drücken wir da kurz drüber, wurde angenommen, ne? Ja. Würde man zwar auch sehen, weil das gehäckselte Stroh von den Sojabohnen weggeht. Aber sicher gehen, kann man sich ja immer, dass auch eine Schicht drauf kommt. Laut Spiel. So, und dann rum hier. Oh, verschwindet das jetzt? Ne, bleibt da, gut. Kurz Angst gehabt, aber geht. Kann vielleicht sein, dass ihr ein bisschen was von unserem frisch gewendeten mitgedüngt habt. Hier drin in die Bahn. So, jetzt haben wir aber wieder GPS. Also wie viel Kredit haben wir jetzt eigentlich immer noch offen? Oh, immer noch 500.000. Eieiei. Dachte, wir haben da schon mal ein bisschen was zurückzahlt. Ich bin ja gerade am Bergabfahren und der Steier braucht kein bisschen Leistung, der rollt bloß. Ja. Der bloß die Zufälle an und rollt. Wenn es bergab geht und ein bisschen Schwung hat, dann muss er ja nicht viel machen. Nee. So. Und auch lenken wäre wichtig. Ja, das ist, ich glaube, das ist die Voraussetzung. Ohne lenken wird schwierig. Geht natürlich auch, wenn du eine gerade Strecke hast. Mit ein bisschen Glück rollt er die gerade aus, da wo du hin, wo ich da hin willst. Wenn nicht, dann rollt er woanders hin.
So also ein ganz kleiner Streifen bleibt immer stehen. Was war der Meinung, das ist immer eine Zeit lang immer genau ausgegangen, aber da kann ich mich auch getäuscht haben, ne? Du hast den ganz kleinen Streifen immer stehen lassen. Echt? Ja. War das so? Müssen wir noch in den alten Folgen nachgucken. Du hast den Streifen sein lassen. Der Streifen ist Streifen geblieben und wird auch immer ein Streifen sein. Perfekt. Kann man eigentlich GPS ausmachen? Brauchen wir jetzt nicht mehr. Eine Düngeschicht ist drauf, oder? Jo, perfekt. So, wollen wir das. So, dann haben wir Düngen auch fertig, wunderbar. Dann kannst du zurück zum Hof gehen, Steier schnappen, Sämaschine dran knallen. Und ja. Der Bürger ist immer noch bei, oder? Jo, ja. Normal schon. Fährt immer noch fleißig seine Bahnen auf und ab. Können wir auf die Karte gucken. Ah ja, der hat schon ein gutes Stück. Allzu viel hat er gar nicht mehr. Also wenn er jetzt koordiniert hat, von Norden nach Süden gearbeitet hat, dann hat er schon einen guten Teil weg. Oh. Da haben wir ein bisschen zu viel gebremst. Düngersteuer soll man vielleicht wieder zumachen. Schon so rückschwimmst, dass da alles hinten raus werden fahren. Das werde ich auch gerade Auto. Wenn nicht so vorteilhaft. Okay. Da sind wir wieder an unserem wunderschönen Hof angekommen. So, den Park geht jetzt erstmal bloß hier vor dem Tor, weil wir den da. So. Bisschen knapp, aber ging noch. Wenn wir dann eh bald wieder brauchen. So, dann kann ich den Kollegen hier mal kurz stehen lassen. Jetzt brauche ich nämlich einen Steier. Also. Sämaschine steht da drin, wunderbar. So. Ich würde das erstmal schnell machen. Seitenbekleidung hier dran, so. Zack. Ja, dann füllen wir nochmal schnell auf. Gar nicht. Oh. So, da sind wir wieder nach einer kurzen Pause. Ja. Oh, ich muss. Oh, jetzt muss ich hier links. Schatz, kommen wir ja nicht durch. So, ich meine, das kann ich mal hier voll. Ne, Fertilizer brauchen wir nicht. Oder? Ne, das ist der Dünger, ne? Ja, genau, hier. Hier ist Saatgut. Das brauchen wir, das rote Gold. Ja, da gucken wir jetzt mal nicht hin. Machen wir so, dann sieht es aus, wie wenn es reinfallen würde. Perfekt. Er ist vielleicht ein bisschen daneben gegangen, das Ganze, aber gut. Egal. Was ich eigentlich vorhin vor dem Cut sagen wollte und so, was wollen wir eigentlich ansehen? Nur mal so, wollen wir mal Mais machen, einfach nur. Einmal just for fun? Wir können da Mais, meine ich. Wir können, achso, ja, ich hab da nichts dagegen. Wir können natürlich auch hexen. Auch eine Option. Nee, da kostet der Häcksle wieder eine Miete so viel und
Ja, wenn man einen zum Anhängen nimmt. Ja, okay. Da können wir uns ja dann immer noch entscheiden, wenn das ganze Zeug reif ist. Hau mal Mais drauf. Ach scheiße, wir können gar kein Mais anbauen. Nee, ist mir auch gerade eingefallen. Ja, dann. Schwierig. Dann würde ich tatsächlich Hafer sagen, weil das ist was richtig gut Kohle gibt. Wir können jetzt Mais ansehen. Ah, okay. Dann kann ich wieder umdrehen. Wow. Was hast du uns überhaupt gemietet? Gekauft. Gekauft? Ja. Ja, okay. Ja. War ein bisschen, ja, alles gut. Ey, die war nicht teuer. Das war die kleinste. Ja, für 28.000. Ich weiß gar nicht, von normalen Erlösen. 29. Oder 29. Fernerland. Ich weiß gar nicht mehr, was das für ein ist. Muss ich mir mal angucken hier. No. Ist aber nicht vom Pack, ist vom Standard. Standard. Wo gibt's den Mod? Ja. Bei uns zu kaufen lassen. So. Unten im Link von der Bio klicken und verdammt nochmal scheiß LS kaufen. So, da fahren wir mal zum Händler und holen uns das gute Stück ab. Das neu schnell erworben, ne? So. Kommt da was? Ja, aber der ist noch weit genug weg. Das geht also. So. Die Brücke zu kommt nicht, wunderbar. Können wir da ohne Bedenken drüber. So. Oh, ich glaube, der Helfer ist fast fertig. Das kann natürlich gut sein. In der Zwischenzeit, wo wir den Cut gemacht haben, hat er natürlich weiterarbeiten können. 96%. Oh. Ach, die ist es. Ja, okay, und die tut's eigentlich vollkommen, ne? Ich will nicht wissen, wie viele Stunden Büre jetzt drauf hat. Ich will so. Wo ich ihn angesetzt habe, waren's 8 Stunden. Oh. So rund um 8 Stunden halt. Ja, aber ich glaube, so lange ist er beim Gruppo gar nicht, noch gar nicht bei. Nee, aber. Ja, eine gute Stunde. Ja, Stunde eineinhalb würde ich vielleicht schätzen. Geschätzt sagen. Könnte im realistischen Bereich sein. So, durch den Kreisverkehr hier. Das habe ich jetzt. Ah, kann die auch mitdimmen? Weil ich habe hier irgendwie zwei Anzeigen gerade. €1.500 Lohnzahlen. Alter. Eieiei. Das kann ich normalerweise so nur von CB fahren. Auch von dem Helf. Ja, gut, ne? Guck mal nach, wie viele Stunden jetzt drauf hat. Entweder ich habe auf die hintere Zeit geschaut oder die Stunden sind geschrumpft, weil er jetzt 7 Stunden drauf hat. Ah, schwierig. Okay, warte. Ja, dann hat er wahrscheinlich vorher so 6,7. Oder ja, wahrscheinlich ein bisschen weniger. Jetzt bin ich wieder falsch gefahren. Ich glaube eher 5 Stunden. Der war nämlich ziemlich gleich auf mit dem Steier. Ich kann ja auch mitdimmen. Das ist natürlich auch nobel, ne? Was hast du gekauft? Was hast du gekauft? Gekauft, also Saatgut und Dünger. Auf ach so. Jetzt zwar auch den Dünger nehmen können, was da steht. Vielleicht. Aber gut. Was ich auch immer gut finde. Ich weiß gar nicht, geht von Dünger eigentlich mehr weg als wie diese Saatgut? Beim Säen?
weil halt einfach nur 360 Liter Saatgut reingehen und 1000 Liter Dünger. Ich weiß das gar nicht. Normalerweise müsstest du von Saatgut mehr weggehen. Dann verstehe ich es nicht so ganz. Nee. Oh. Eieiei, dann waren glaube ich ein bisschen abgehoben hier. Okay, ja, ist Feierabend kommen, wunderbar. Ich glaube, wäre richtig wenig los. Oh, schaukelt aber ein bisschen, ne? Merkt man leicht, ne? Ach, der erste Mal ist London-Schleich auf L14 abgeschlossen. Wunderbar. Das heißt, wir kriegen Kohle. Aber wenn es nur 3000 sind. Aber da sind immerhin schon mal wieder die Helferkosten gedeckt, ne? 2000. Ja, 3100. Ey, wir hätten 3000 für Pflügen. Wir haben den Pflügen, ne? Den Dreischauder. Aber ich. Ich fahre den Bührer heim. Oder ne, haben wir noch sonst noch Gruppenmissionen? Ja, ne? Doch. Ja, dann würde ich viele, nehmen. Aber keine teuren mehr. Nur noch so 1000 Dinger. Achso. Haben wir keine 3000er mehr? Nicht wirklich. Ja, okay, dann lass Dingens machen. Dann lass ihn fliegen, oder? Ja. Oh, Scheiße, jetzt hab ich was vergessen. Das ist jetzt eine Einzelkorn, das heißt, ich muss jetzt da vorher gruppern, ne? Oder? Oh, jo. Ausklappen. Ach, die kann man noch aus. Probier's aber mal aus. Anschalten, runterlassen. Vielleicht, wer weiß, vielleicht geht's ja auch so. Ich glaub's nicht. Ich komm mit dem Bührer. Nee, geht nicht. Gut, das heißt, es braucht vorher doch nochmal Gruppern. Ja gut, dann warte ich hier an Rand. Ne, an Rand, genau. Am Rand. Aber wie viel PS braucht denn der Flug? Oh, der braucht glaube ich nicht viel. Wenn er 80 braucht, dann ist glaube ich gut. Ja, ja, 85. Okay, ich bin dann fertig mit Wenden. Der braucht auch 85. Ich hab die Flugmission angenommen. Ich glaube, dann machen wir das gleich mit dem Steier, oder? Warte mal, welches Feld ist denn das? Die Flugmission? Feld 4. Keine Ahnung. Feld 4. Ah, das ist genau hier gegenüber. Hä? Feld 3? Nee. Nee, Feld 4. Ah, wir sollen die Baumwolle unterflügen. Ah. Haben wir gerade gedacht, da will jemand was angesehen, das Unterfliegen läuft. Ah, die ist abgehört. Na gut, dann. So, dann mal schauen, ob ich den hole. Da muss ich mir vorher die Dinge auch nochmal rausholen, ne? Weil, beziehungsweise, ich hole mir vorher nochmal ein Gewicht. So. Weil vorne müsste nur irgendein Schlepper drei rumflangen, habe ich gesehen. Ah, genau hier. Da stehen wir. Was magst du? Ein Flug holen. Ich dachte, wir pflügen mit dem Kleinsteuer. Ach so. Können wir auch. Damit der auch mal mehr bewegt wird. Können wir also natürlich auch, ja. Weil ich bin jetzt dann fertig mit Wenden. Ach so, ja gut, ja dann. Deswegen meinte ich. Ach so. Ja, wenn du dann fertig bist. Gruppern, der Bürger steht bereit. Wie parke ich deinen wieder hier? Jetzt hat. Ah. Sind sie hier? Egal. Ich weiß gar nicht gewusst, wieso jetzt die Unkraut gespawnt ist, aber gut. So, gehen wir mal alle zum Kollegen hier, so. Und zack. Wunderbar, der macht es. Ja, macht er. Dann. Ja, dann schnapp ich mir einen Steuer. Oder bis. Oh ne, den Betrag muss er ja schwenden. Wenden, sag ich schon, Schwaden. Beziehungsweise kurz vorher nochmal gucken. Düngemission haben wir keine, ne? Nope. Gut. Haben wir da auch geklärt.
Ja, der Dreh kann ich hier nicht. Was ist denn jetzt so? Ja. Ja, geht. Kann man annehmen. Und uns ein Schwaderbaum. So, hier steht er, wunderbar. Schnappen wir uns den mal. Weißt du, was mir auffällt? Hm? Die Lichter vom Steier sind genauso platziert, dass wenn man das Schlepperdreieck dran hat, dass die genau zwischen dem Schlepperdreieck durchschauen. Naja, die Leute. Oh, die Leute haben da schon mitgedacht. Aber wenn da jetzt ein Gewicht dran hängt, ist es scheiße. Ja, okay, dann. Ist schwierig, ne? Da hüpft er. Oh, ich habe eigentlich. Oh Gott. War vielleicht ein bisschen zu stürmisch. Weiß nicht, wieso ich hier runtergefahren bin, aber wenn wir mal hier runtergefahren. Fangen wir halt hier mal unten an, ne? Ich dachte, du bist. Du fahrst Gruppen. Nein. Bin ich ja ewig dran. Warum nicht? Bin ich ja ewig dran. 3 Meter, also bitte. Wieso fahren wir eigentlich nur 13? Wie war das auf der Gemeinderade? Das überlassen wir dir, Philipp. Was? Kartoffelkäse. Also, du wolltest die Mission haben. Also. Ich habe mir gedacht, wir wechseln uns ab, weil die 30.000 bringt. Beziehungsweise ich habe auch was gemacht. Der einzige, der nichts gemacht hat, war Sebi. Ja. Kann ich mit dem Teil eigentlich echt nur 13 km/h fahren? Muss ich jetzt nochmal nachgucken. Oder ist einfach ein bisschen zu strong? Nee. 18 km/h. Kann weißt du, wir müssen uns am Steier, also dem kleinen Steier, noch ein Gewicht dran geben. Fürs Flügen? Ja, wir haben ja noch eins da stehen, das ist 1 Tonnen Gewicht. Fürs Schlepperdreieck. Ja. Dann hau ich einfach das vorne dran. Das passt doch schon. Naja, Flo, ich sag's mal so, ne? Mhm. Der Pflug hat 1,2 Meter. Ja. Der Steier hat 80 PS, der Pflug braucht 75. Ne, 80, Punkt, genau. Wenn ich mich. Oder 85, keine Ahnung. Nee, haben. Ja, genau. Keine Ahnung, 85. Wieso. Mhm. Helfer, Steier, viel Spaß. Ja. Weil ganz ehrlich, da braucht man nicht den Großen dran. Na. Das wird schon ein bisschen üppig aussehen. Zum Beispiel, wenn wir jetzt deinen nehmen, 250 PS von dem 1,5 Meter Gruppe. 200 PS. Nur 200 PS. Echt, ist das 200 PS? Hast du runtergestuft, oder? Oder? Ich weiß es nicht mehr. Ne, 240. Ja, 240, irgendwie sowas waren sie. Den hast du ohne mein Wissen aufgedreht. Nein. Heimlich, das war keine Absicht. Heimlich nachts ein bisschen was dran rumgeschraubt. Nein! Mann, ey. Boah. Werde mal heimlich auf die Gemeinderade in der Gruppe gekauft. Ohne was zu sagen. Da war ja was, ne? Nee, da war nichts. Wie das halt, da war schon so die Aufnahme noch, ging noch eine Minute und dann haben sie es registriert. Kann doch nicht wahr sein. Hey, ich hätte eigentlich gar nicht registrieren können, wenn Sibi nicht gewesen wäre. Ja, stimmt, weil der war da am Kalken. Der war da am Kalken und ich war ja. Roden, glaube ich, war es. Irgendwie oder so. Oder Main, ich weiß es nicht mehr genau. Das war schon eine schöne Zeit auf der Gemeinderade, muss man sagen. Ist immer eine wunderschöne Karte. Ja, ist eine wunderschöne Karte, auf alle Fälle. Das kann man nicht anders sagen. Wieso kann ich eigentlich nur 13 fahren? Verstehe ich nicht. Bin ich Allrad einmal? Ich hab gar nichts. Aber man kann halt nichts machen, ich kann immer auf den Spielstand drauf. Ja, und außerdem da, der war... man muss schon sagen, also... Ich weiß nicht, hatten wir über 100 Stunden... Er hat das Todes geleckt. Ja, erstens das. War zweitens, wir hatten da mindestens 120 Stunden, ne? Locker.
170 standen dran. Oder 170, also wir haben das gemeint. Oder Lage, stehen dran. Wurde schon echt gut gefahren, muss man sagen. Aber dafür gibt es ja als Nachfolger dann die App-Strafe Heide jetzt. Da sind wir auch wieder drei Leute. Sonny in der kleinen Konstellation. Jo, aber. Das würde auch seinen Spaß bringen, ne? Ich verstehe ja wirklich nicht, wieso ich hier mit 13 km/h fahren kann mit dem Teil, aber gut. Drei Beine noch, dann bin ich durch. Okay. Ich glaube, da müsste ich ihn nochmal tanken, weil Viertel der Tank noch. Huh, könnte knapp werden. Ja, das geht schon. Ich will 4 Flügen. Ich weiß nicht, ob er das noch schafft mit dem viertelten Tank voll. Schwierig. Ah, jetzt haben wir 18. Sehr gut. Bist du am Schwadenjacke? Mhm. Bin gerade dabei. Ja, schwadertechnisch können wir uns auch mal ein Upgrade holen. Ach was, der reicht noch. Vielleicht hast du nicht ganz unrecht. Aber dann würde ich tatsächlich, wenn wir in zukünftiger Sicht mal einkaufen würden, dann würde ich tatsächlich eher auf so entweder ein, ja, das war nicht unbedingt Krone, aber so 9 Meter oder sowas gehen. Ja, sowas schon. Okay, dann haben wir uns ein bisschen was von einer Bahn mitgenommen. Oder ja. Wir nehmen den Vierkreiseschwader von Querneland. Von Wiken, Querneland. Aber der ist halt. Ich weiß, PS-technisch kann man glaube ich schon betreiben, oder? Ja doch. Wir haben 42 PS Steuer. Ja, stimmt. PS-technisch dürften wir schaffen, aber Dingens ja. Preistechnischer ist dann wie viel kosten der? Keine Ahnung, haben wir jetzt geschaut. So ganz billig ist er glaube ich nicht. Ja, okay, geht aber. 52.000, 53.000. Okay, aber er ist auf jeden Fall billiger als wie der Ladewagen. Muss man sagen. Jo. Ich werde aber dann die Ferneland-Version nehmen, weil ich finde die schöner. Mhm. Von den Farben her. Nee, die sticht nicht so, das Rot. Da sticht das Rot nicht so. Ja, von den Farben her also. Aber ich weiß nicht, die Pöttinger ist glaube ich selbst schon zu einem von den teureren Marken, oder? Mhm. So, ich bin hier weiter am Schwaden, aber wir sind natürlich heute auch schon wieder fertig, liebe Leute. Jetzt kommt natürlich die Abmoderation, die niemals wählen darf. Ein Däumchen wäre ein Träumchen und kostet auch keinen Cent. Und den roten Knopf graufärben, falls man nicht getan, Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und das war's von mir. Dann sehen wir uns schon bald zu einer weiteren Folge hier auf der Erlen, gerade im Rissen und Sabine.de. Bis dahin, macht es gut, haut rein und ciao, ciao. Ciao.